Ja, guten Abend miteinander. Ein herzliches Willkommen zum diesjährigen Winterkongress auch von mir. Ich bin Chris Bühler, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, was wir hier gleich sehen und hören werden. Ich habe vorher schon kurz im Saal murmeln hören, LLM, ja, Large Language Models, der große Hype momentan, KI, sogenannte KI, ganz viel, ganz kompliziert. Aber wenn es etwas gibt, was noch komplizierter ist als diese LLMs, dann ist es die Regulierung von LLMs. Und deshalb haben wir in diesem Bereich auch einen Experten eingeladen heute. Ich begrüße ganz herzlich David Sommer, der für die digitale Gesellschaft unter anderem auch Beobachterposten im Europarat hat zum Thema ADMs. Jetzt haben wir noch eine so kurze Abkürzung, von der, wer weiß, was ein, wenn ich ADM sage, wer weiß gleich, worum es geht? Ja, da sind ein paar im Saal, ein paar aber auch noch nicht. Das ist wunderbar, denn David wird uns nachher gleich erklären, worum es dabei eben geht und vor allem auch eben, wie das mit diesem Regulierungsdschungel da aussieht. Ich begrüße bitte mit einem herzlichen Applaus David Sommer. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, um diesen kompliziertes Geflecht aus Regulierung und Nichtregulierung ein bisschen zu entwirren. Ich bin nicht nur in meinem Namen hier, ich bin auch Sprecher der Fachgruppe für automatisierte Entscheidungssysteme, Automated Decision Making, das ADMS, das gerade erwähnt wurde. Und mir ist auch wichtig, dass die Arbeit all dieser Leute, die heute nicht auf der Bühne stehen, hier auch zur Geltung kommt. Über was will ich heute sprechen? Ich will heute sprechen über die Definition von Automated Decision Making Systemen, KI und die Herausforderungen, die es gibt, damit dann der Stand der Regulierungsbestrebungen, das wurde es absichtlich so gewählt, weil nicht alle regulieren wollen, aber vor allem mit Fokus auf US, China, Europa und Schweiz. Und dann spreche ich über das Engagement der digitalen Gesellschaft in dem Bereich, unsere mittlerweile Mehrzahl an Positionspapieren und auch unsere Arbeit am Council of Europe, am Europarat. Als erstes möchte ich sagen, künstliche Intelligenz hat wahnsinnig viel positives Potenzial. Sei es bei selbstfahrenden Autos, wo ich zum Beispiel Vorträge für die DigiGuest vorbereiten kann, währenddem ich irgendwo hinfahre, fast so, als wäre es ein Zug. Genauso auch ChatGPT, das natürlich immer noch seine Kinderkrankheiten hat, also diese Systeme, mit denen man wirklich sprechen kann. Und das heißt, wir können jetzt mit Maschinen sprechen. Als ich klein war, war das in Science Fiction der Teil, der keiner geglaubt hat. Und heute geht das. Also, und da wird noch viel mehr kommen. Wir können Robotern Befehle geben, sie können verstehen, auch unsere Bedürfnisse verstehen und man muss nicht eine Fachperson sein. Ich glaube, da kommt wirklich viel Positives zurück und noch viel mehr in der Medizin. Medizin, die wird jetzt einen Revolutionsschub erleben, vor allem wenn es um die Verarbeitung von Informationen geht, wo Menschen einfach nicht mehr nachkommen. Ja, da habe ich sehr viel Positives gesagt. Natürlich gibt es auch Negatives und hier ist ein prominentes Beispiel. Während Covid 2020 hat in England die Regierung beschlossen, dass man Studenten mit einem Algorithmus bewerten kann. Die Idee war, dass es dann fairer ist, unter anderem, aber auch, dass natürlich die verschiedenen Schulen sollen entsprechend gewichtet werden, nach ihrer Historie. Man will ja niemanden benachteiligen. Und als das dann eingeführt wurde, ist bei der Bewertung rausgekommen, dass 40% der A-Schüler, also A ist die Bestnote, runtergestuft wurden auf ein B. Das ist also das Systemcode von A bis F. F ist durchgefallen. Und das hat bei vielen, das waren die Abschlussprüfungen vom Gimi quasi, bei vielen natürlich die Chance verschlechtert, an eine Universität zu kommen oder an die Universität, die sie wollen und den Studiengang, den sie wollen. Es gibt stark umkämpfte Studiengänge. Und außerdem ist dann, als der Aufschrei groß wurde, das ist richtig explodiert. Die Leute gingen auf die Straße, es gab Zeitungsartikel darüber und das war so groß, dass es selbst Monate danach noch Zeitungsartikel darüber gab. Kam dann auch raus, dass zum Beispiel Schüler von Privatschulen bevorteilt wurden, aufgrund gewisser mathematischer Details, aber trotzdem, das wurde als sehr unfair empfunden. Und im Prozess, als diese Prüfung auch gemacht wurde, hat man festgestellt, dass das eigentlich gar nicht gesetzeskonform war, weil die Schüler wurden extrem überwacht, also englische Gesetze. Ja, und
dass es diese ganze Aufschrei hat dann dazu geführt, dass man viel vorsichtig wurde in England in diesem System. Und jetzt diese negativen Effekte, die gibt es von KI-Systemen. Und darum soll es in dem Vortrag jetzt hier auch gehen, dass ich, es wird ausgelegt, wie man versucht, denen Herr zu werden und trotzdem versucht, die positiven Effekte oder die Innovation nicht zu stark zu stören. Allerdings fängt schon am Anfang bei der Definition an von künstlicher Intelligenz. Ich weiß, der Bildschirm ist relativ klein. Können Sie das lesen? Kann man das lesen? Wir haben am Anfang die neueste Definition der OECD, die ist vom Oktober letzten Jahres. Ich habe sie absichtlich nicht übersetzt, weil ich habe mich das nicht getraut. Hier wurde um jedes einzelne Wort gestritten. Und wenn man das durchliest, ich lese es mal vor, verstehen alle Englisch, oder soll ich es versuchen auf Deutsch zu übersetzen? An AI system is a machine-based system that for explicit or implicit objectives infers from the input it receives how to generate outputs such as predictions, contents, recommendations or decisions that can influence physical or virtual environments. Different AI systems vary in the levels of autonomy and adaptiveness after deployment. Jetzt, wenn man darüber nachdenkt, was da alles drunter fällt, ist das ziemlich jeder Computeralgorithmus. Und das ist die ganz große Schwierigkeit, die immer noch nicht gelöst ist. Was ist eigentlich KI und wo muss man anfangen zu regulieren? Mittlerweile erhärtet sich der Verdacht, dass Definitionen wie diese hier am Anfang dazu nicht taugen, weil rechtlich extrem viel Spielraum herrscht, was jetzt KI ist und was nicht. Und darum hat die digitale Gesellschaft das anders gemacht. Wir sind das Problem geschickt umgangen. Wir haben gesagt, wir fokussieren uns auf die Auswirkung. Also wenn wir jetzt Daten haben, ich illustriere jetzt, was wir meinen damit, wenn wir Daten haben, wie biometrische Daten, Ausbildung von einer Person, Arbeitsleistung im Job und so weiter, und das wird dann in so ein Automated Decision Making System gefüttert, ADMS, diesen Ausdruck müsst ihr euch merken, weil den erwähne ich öfters, und dann kommt heraus eine Vorhersage, eine Klassifikation und eine Bewertung. Und dieses ADMS, dieses Automated Decision Making System unterstützt Menschen bei den Entscheidungen. Und wir lösen das Problem der Definition so, dass wir sagen, ein ADM-System, das reguliert werden muss, ist eines, das entscheidende Auswirkungen auf sensible Lebensbereiche hat, wie Ausbildungsmöglichkeiten, Gesundheitsergebnisse, Arbeitsleistung, Mobilität und so weiter. Ja, wir gehen das Problem andersrum an. Und jetzt möchte ich kurz ausführen, um was es eigentlich geht, oder wo die ganzen Probleme auftreten können bei diesen Systemen. Hier haben wir so einen Ablauf von einem Erstellen und Einsetzen von einem ADMS. Ganz links haben wir die Daten, auf deren Basis wird es trainiert von Entwicklern hier in der Mitte. Dann kommt dieses System raus und das kann man dann irgendwo einsetzen, zum Beispiel um das Gehalt vorherzusagen von Leuten auf Input. Es ist sehr klein, man kann es nicht lesen. Bei den Daten steht Alter und Job und Gehalt jeweils und bei jeder Reihe von verschiedenen Personen. Und die Idee ist, dass man mit Alter und Job das Gehalt vorhersagt. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Ich weiß, es soll nur zur Illustration dienen. Und jetzt die Veteranen unter euch, die kennen jetzt schon, was ich sage. Ich erzähle das nicht zum ersten Mal. Es gibt hier einige Probleme. Das erste ist die Datenqualität. Oder wenn Kommas falsch gesetzt sind, wenn Werte fehlen und man merkt das nicht, dann hat das natürlich eine starke Auswirkung auf die Qualität. Genauso die Repräsentativität. Wenn man ein Datenset von Pflegefachkräften hat und gleichzeitig damit das Gehalt von einem CEO vorhersagen will, geht nicht, oder? Ich weiß, einfaches Beispiel, aber es soll den Punkt illustrieren. Genauso sind Biases ein ganz viel diskutiertes Thema. Biases sind Verzerrungen in den Daten. Zum Beispiel, wenn es um Jobs geht, basierend auf historischen Daten hatten Frauen zwischen 25 und 35 einen Nachteil bei der Jobsuche, weil man davon ausging, dass sie schwanger werden würde. Und das ist suboptimal für das Unternehmen, weil dann haben sie einen Ausfall einer Arbeitskraft und von Know-how. Und darum wurden diese Frauen eher nicht eingestellt. Wenn man jetzt natürlich einen Algorithmus auf diesen historischen Daten trainiert, dann wird der Algorithmus,
dieselbe oder dass der Machine Learning Algorithmus und das ADMS dieselben Schwächen haben. Genauso ist es bei der Wahl der Algorithmen relativ knifflig. Also Experten können das unterscheiden. Ist die Frage, ob es dann wirklich ein Experte macht, dieses Ding. Verschiedene Algorithmen haben verschiedene Fähigkeiten. Man kann einen zu einfachen wählen, dann fallen Dinge unter den Tisch. Genauso kann man einen zu komplizierten wählen und dann verschwindet alles im Rauschen. Ein ganz wichtiges Ding sind implizite und explizite Annahmen der Entwickler. Zum Beispiel die Kultur. Woher kommen die Entwickler? Beispiel, selbstfahrendes Auto. Soll das, wenn es sich entscheiden muss, lieber das junge Kind oder die alte Person überfahren? Erstaunlicherweise hat hier Europa und viele asiatische Länder unterschiedliche Meinungen. Europa schützt man eher das Kind, in Asien eher die Älteren. Ja, Metriken, wenn man über Fairness spricht, da muss man sich auch bewusst sein, dass Fairness nicht so einfach definiert werden kann. Beispiel in der Tech-Industrie. Jetzt simplifiziere ich sehr stark. Aber sagen wir mal, es gibt deutlich weniger Frauen als Männer für einen Programmiererjob als Beispiel. Und man will jetzt Frauen fördern. Das heißt, man stellt eher eine Frau ein. Während die eine Fairness, nämlich die Gleichheit zwischen Mann und Frau, hier befolgt wird, wird die individuelle Fairness gebrochen. Frauen haben durch das eine viel höhere Chance, eingestellt zu werden. Und das ist ein Beispiel, wie sich zwei Fairness-Definitionen, die beides individuell sinnvoll sind, direkt widersprechen. Und das sind Entscheidungen, die muss man beim Bau dieser Systeme treffen und die haben Auswirkungen auf ihr Funktionieren. Genauso, wo werden sie eingesetzt? Beispiel Gesichtserkennung. Auf öffentlichen Plätzen geht aus Sicht der digitalen Gesellschaft gar nicht. Wir wollen keine Massenüberwachung von öffentlichen Plätzen. Bei einer Kunstausstellung als Gimmick, dass irgendwas, dass die Leute vielleicht verfolgt und ihnen ein bisschen etwas mit ihnen interagiert. Tolle Sache, oder? Selbes System, unterschiedliche Einsatzszenarien. Genauso können die Algorithmen nicht reflektieren. Die können nicht sagen, ich will nicht entscheiden. Das kann nur der Mensch. Und diese fehlende Reflexionsfähigkeit macht sich bemerkbar, wenn man sie zwingt, einen Output zu geben. Genauso haben die Menschen, die die Systeme benutzen, fangen die an, der Technologie zu glauben. Sie glauben, sie sei objektiv und neutral. Ist sie nicht. Und schlussendlich natürlich, das Resultat kann auch alle möglichen Auswirkungen haben, Diskriminierung, Fairness und so weiter. Wenn ihr heute was von dem Talk mitnimmt, dann, dass ADM-Systeme gesellschaftliche Normen reproduzieren. Und sie zementieren sie auch noch, weil sie keine Reflexionsfähigkeit haben. Und um das Bild noch hässlicher zu machen, gibt es noch Feedback Loops, wo die Daten, der Output, die haben einen Einfluss wieder auf die Trainingsdaten entweder des gleichen Systems oder neuer Systeme. Das heißt, wir führen hier ganz neue Dynamiken ein. Ja, ich will jetzt nicht zu viel Angst machen, ich wollte nur illustrieren, wo überall die Probleme liegen könnten. Es gibt noch viel mehr, aber es sind schon 12 Minuten um, darum gehe ich mal weiter. War zu den Regulierungsbestrebungen. Hier einen ähnlichen Vortrag habe ich zusammen mit Andreas Gebhardt schon von einem Jahr gehalten. Und da gab es ein paar Ansätze und im letzten Jahr ist so viel passiert, ich könnte etwa 30 Slides füllen. Habe ich nicht gemacht, auch weil ich nicht so viel Zeit zur Vorbereitung hatte. Aber ich habe jetzt hier die wichtigsten oder ein paar signifikante herausgepickt, die es gibt. Es gibt in Europa den AI Act von der Europäischen Union, von dem ist jetzt gerade ganz viel zu hören. Es gibt die Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law. Das ist die Europaratsgeschichte, über die ich dann auch noch sprechen werde. Wir haben Großbritannien und Frankreich und ganz viele andere Länder, die jetzt auch sehr aktiv sind in dem Bereich. Wir haben in den USA einen großen Push erlebt, bis hin zu einer Executive Order, direkt vom Präsidenten, das ist relativ ungewöhnlich, ich erzähle da noch mehr darüber. Und in China passiert auch gerade sehr viel. Die sind ein bisschen schneller beim Adaptieren von Gesetzen als wir. Und die in Fett, über die werde ich sprechen hier. Gut, also, vielleicht, bevor ich auf die vorher fettgedruckten Details eingehe, ein paar Gemeinsamkeiten. Grundsätzlich wird der Regulierungsbedarf von diesen Automated Decision Making Systeme anerkannt. Es wird erkannt, dass es Probleme gibt, die mit den bisherigen Gesetzen nicht lösbar sind. Und der Scope, generell spricht man von KI, Algorithmen,
automatisierte Entscheidungen, aber es ist sehr schwierig, diese zu definieren, wie ich versucht habe, eingangs zu illustrieren. Man ist sich da nicht einig und verschiedene Organisationen definieren das unterschiedlich und das wird dann auch in unterschiedliche Gesetze münden am Ende. Und das international zusammenzubringen, vor allem weil KI relativ, wenn sie mal existiert, relativ einfach über Grenzen geht, aber Gesetze nicht so, wird eine Herausforderung. Und grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Ansätze, die auch oft kombiniert werden, wie man das Problem der Regulierung löst. Der erste ist risikobasiert. Das heißt, bevor ein System eingesetzt wird, guckt man, ist es sinnvoll, das einzusetzen. Darf man das überhaupt? Zum Beispiel generelle Verbote. Man kann bei biometrischer Massenüberwachung generelle Verbote aussprechen, dass man diese Systeme nicht einsetzen darf. Auf der anderen Seite gibt es dann auch noch schadensbasiert. Das heißt, es wird erst Aktionen ergriffen, wenn Schaden eingetreten ist. Also wenn ein System irgendwas falsch gemacht hat. Und das Schwierige an dieser Regulierungsgeschichte international ist, dass wir keine Erfahrung haben, was KI eigentlich ist, was sie kann. Das heißt, wir versuchen hier etwas zu regulieren, was wir nicht kennen. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass es das braucht. Und vor allem, weil diese Systeme sich so viel schneller entwickeln, als alle Parlamente hinterherkommen, außer China. Also es ist, wir haben hier ein Rennen gegen die Zeit und in 4 Jahren, wenn das Schweizer Parlament jetzt etwas machen würde, heute anfangen, oder, und dann wird es in 4 Jahren in Kraft treten, dann ist es schon 5-mal überholt. Ja, und dazu hat man gesagt, wir wollen einen Teil auch den Entwicklern aufbürden und die sollen Folgeabschätzung machen. Also wenn sie ein System entwickeln, sollen sie sich überlegen, was ist der Einfluss von dem System, das ich baue? Kann es negative Einflüsse haben? Wie mitigiere ich diese? In der Theorie. Das sind so die Ansätze. Ja, gibt natürlich noch weitere Detailpunkte, nennen wir es mal, nämlich die Gretchenfrage ist der Geltungsbereich. Gilt es für staatliche Akteure und gilt es für private Akteure? Weil zum Beispiel die USA, die tendiert eher dazu, die eigene Verwaltung zu regulieren und ein bisschen und vor allem die Firmen, während man in Europa sehr stark auf den staatlichen Akteur sieht und sich überlegt, wie kann man das Individuum vor dem Staat schützen. Ja, die privaten Akteure, denen wird ein bisschen mehr Freiheit gelassen, so tendenziell, aber es hat sich jetzt gerade geändert. Aber ja, die Frage da ist auch, was ist mit Militär, was ist mit nationaler Sicherheit? Und das ist ein ganz großer Streitpunkt, auf den werde ich heute nochmal kommen. Ja, dann haben wir auch Transparenz ist ein ganz wichtiges Thema, dass die Endbenutzer wissen, dass diese Systeme eingesetzt werden. Dann auch überlegt man sich, dass man sagt, welche Algorithmen, also kommuniziert man, welche Algorithmen eingesetzt werden. Muss man Koeffizienten freigeben oder muss der Staat Dinge Open Source machen zum Beispiel? Das ist eine Denkrichtung, die immer stärker wird. Dann auch, dass menschliche Aufsicht vonnöten ist. Also die Systeme dürfen nicht vollautomatisch sein, es muss ein Mensch drauf gucken. Auch wenn die technologiegläubig sind, immer noch gut, wenn ein Mensch Dinge wieder revidieren kann oder zumindest im schlimmsten Fall eingreifen. Weitere Punkte sind Aufsichtsbehörden. Dass es staatliche Stellen gibt, die Statistiken sammeln, die auch im Notfall eingreifen können. Und hier geht es vor allem gegen die großen Systeme, also von den großen Anbietern, vor allem amerikanische Tech-Konzerne. Ihr könnt euch die Namen denken. Ja, uns wird auch diskutiert, Systemverzeichnisse aufzustellen, also Verzeichnisse, wo alle Algorithmen drin sind. Ob das sinnvoll ist, weil es werden so viele sein mit der Zeit und diese Verzeichnisse sind notorisch schlecht geführt. Über das wird gerade gestritten. Die Schweiz hat sehr viele, der Schweizer Staat hat sehr viele solche Verzeichnisse, die funktionieren mittelmäßig. Gut, jetzt komme ich zu den Details. Oh, die Zeit rennt. Ja, das Wichtigste ist der AI Act, auch für die Schweiz, der Europäischen Union. Hier gerade diesen Januar wurden die Verhandlungen abgeschlossen, zumindest was die Grobstruktur angeht. Es wurde richtig gestritten und es ist ein Gesetzesvorschlag der EU-Kommission. Also das ist eine Binnenmarktregulierung für die Europäische Union, hat aber auch noch sehr viele Menschenrechtsdinge drin und das hat auch das Verhandeln so schwierig gemacht.
Dieser ist zur künstlichen Intelligenz allgemein, also er reguliert nicht gewisse Dinge, wie zum Beispiel generative AI oder synthetisierende Algorithmen oder sowas. Und er gilt für den privaten wie auch den staatlichen Sektor. Und das ist speziell, weil die meisten Bestrebungen gehen nicht derart weit, die wir sonst international sehen. Und er hat zum einen einen risikobasierten Ansatz hier in dieser Pyramide dargestellt. Vereinfacht gesagt hat er 3 Stufen. Unakzeptables Risiko, also was verboten ist. Das ist zum Beispiel Emotionserkennung. Also das führe ich jetzt nicht aus, das ist die Zeit zu kurz. Aber Predictive Policing zum Beispiel ist verboten, falls das jemandem etwas sagt. Jetzt explizit, da gibt es hohes Risiko, das sind die Algorithmen, die potenziell Schaden für Gesundheit und oder Grundrechte mitbringen. Das ist sehr viel Medizinisches, da muss der Algorithmus oder das System einfach höhere Auflagen erfüllen und deutlich mehr Legwork, also Papiere ausfüllen, das, um zu zeigen, dass man sich überlegt hat, was da alles passieren kann. Und da gibt es niedriges oder kein Risiko, das sind, wie der Name schon sagt, weniger relevante Systeme. Auch, ich könnte hier sehr viel erzählen, aber die Zeit geht aus. Vielleicht ein bisschen spezielle Outcomes von den Verhandlungen, die jetzt im Dezember abgeschlossen wurde. Das Papier ist offiziell noch nicht veröffentlicht. Ja? Also es gibt ein paar Leaks und so, aber offiziell ist noch nichts draußen. Aber wir wissen, dass es eine Informationspflicht beim Einsatz von KI gibt. Das heißt, bei gewissen Manipulationen von oder Generierung von Inhalt, da muss das gekennzeichnet werden. Auch wenn eine Firma sich nicht daran hält, sind die Strafen sehr happig vergleichsweise zu anderen Dingen. Also wir reden von 1,5-7% vom Jahresumsatz international und basierend auf Größe und Schwere der Verletzung. Aber das 7% ist happig. Das kann eine Firma ruinieren. Je nachdem, wie viele Reserven sie hat. Aber es ist schon happig. Da ist dann der Gewinn weg. Und leider gibt es eine generelle Ausnahme für rein militärische Anwendung, aber dafür darf die Polizei kein Predictive Policing machen und sehr beschränkte biometrische Überwachung. Also Frankreich lobbyiert sehr stark, dass sie die Systeme gegen Terroristen einsetzen dürfen, aber ansonsten ist man sich in der EU eigentlich einig, dass es Richtersprüche benötigt, um zeitlich beschränkte biometrische Massenüberwachung öffentlicher Plätze zu erlauben. Gut, USA, ja, da ist die Executive Order on Safe, Secure and Trustworthy Artificial Intelligence, die betrifft hauptsächlich die Verwaltung der amerikanischen Regierung, nicht dass die Armee, wie so üblich, also National Security ist komplett ausgenommen, auch alle Geheimdienste. Aber was speziell ist, sie reguliert auch die großen Systeme der Privatwirtschaft. Und zwar müssen die Security Testing Results, der Resultate davon der Regierung abgeben. Sie müssen nachweisen, was sie genau machen. Sie haben viel mehr Pflichten. Und was auch groß geschrieben wird, ist die Privacy der Bürger. Das ist sehr selten, dass die Regierung der Privatwirtschaft sagt, ihr müsst aufpassen mit den Daten der US-Bürger. Genauso auch dürfen keine großen Experimente mit biologischen Informationen wie Gendaten und so weiter gemacht werden. Das ist jetzt auch streng eingeschränkt worden. Natürlich alles mit Ausnahmebewilligungen und so. Aber ja, es ist ungewöhnlich für die USA, dass sowas rauskommt. Daneben gibt es noch ganz viele andere Gesetze, die sich ergänzen. Ich habe jetzt da nicht die Zeit dafür. Aber ich spreche jetzt über China. Hier, vor einem Jahr, haben wir über einen blumigen Zweiseiter gesprochen, wo die chinesische Regierung ihre Absicht erklärt hat, das zu regulieren. Und in diesem Jahr kamen riesige Papiere raus. Wir haben die Algorithmic Recommendation Regulation, wo sich um Recommender, also Empfehlungsalgorithmen kümmert. Das ist ein Riesending. Auch Datensynthese, vor allem um das Internet zu kontrollieren, kam raus. Auch wegen generativer AI-Regulation kam auch ein rieses Ding. Und dann auch für ethische Maßnahmen, also ethisches Verhalten dieser Algorithmen. Und generell dienen laut der chinesischen Regierung diese Papiere dazu, die Gesellschaft zu einem Besseren zu wenden und die Gesellschaft zu schützen und zum Wohle der Gesellschaft einzusetzen.
Ich möchte hier vielleicht bemerken, dass die chinesische Regierung eine andere Definition davon hat, als die Schweiz und vielleicht nennen wir es mal den europäischen Kulturraum. Aber auf jeden Fall haben sie sich vielleicht neben der EU am meisten Gedanken über das Thema gemacht. Leider ist mein Standard Chinesisch zu schlecht, dass ich das in Originalsprache lesen könnte. Darum habe ich ChatGPT verwendet. Gut, also ich muss jetzt ein bisschen schneller machen. Jetzt kommen wir zur Schweiz. In der Schweiz, historisch habe ich hier links immer die Daten der Pressemitteilung veröffentlicht. Also es fing 2019 an, Bericht Interdepartementelle Arbeitsgruppe KI. Hat man gesagt, oh ja, interessantes Thema. Dann kamen die Leitlinien für den Umgang mit künstlicher Intelligenz 2020, aber nur für die Bundesverwaltung. Aber das war sehr oberflächlich. Wir haben hier einen Blogpost dazu verfasst, kann man nachlesen. Dann kam der Bericht Künstliche Intelligenz und internationales Regelwerk. Da hat die Schweiz gemerkt, oh, andere Länder machen was. Und dann letztes Jahr im November endlich kam die Pressemitteilung, wo der Bundesrat gesagt hat, jetzt, wir haben realisiert, das ist ein wichtiges Thema, wir haben jetzt die Verwaltung beauftragt, einen Gesetzentwurf zu machen. Dieser wird voraussichtlich Ende 2024 kommen. Ja, wie halt so oft ist die Schweiz ein bisschen spät, also international mitreden kann man jetzt nicht mehr. Die EU hat vor Weihnachten eingesagt, also verabschiedet, oder? Also nicht offiziell verabschiedet, aber die Verhandlungen sind grob zu Ende. So, ich muss hier genau bleiben. Aber die Schweizer Regierung hat ein Kompetenznetzwerk für KI, für die Verwaltung, KNAI heißt das, aufgebaut. Und für jene, die sich interessieren für das Thema, gibt es vom BAKOM, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die Plattform Tripartit für KI. Das ist ein Bürgerdialog, da gibt es alle 2-3 Monate ein Treffen, wo man sich austauschen kann zu dem Thema. Also es laufen Bestrebungen von Seiten des Bundes. Ja, gut. Aber wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, eher wenig. Naja, digitale Gesellschaft, beobachtet mal. Gut, und was hat die digitale Gesellschaft gemacht? Also wir haben 2001 ein Positionspapier verfasst. Ich werde dann noch ganz kurz darüber sprechen, was wir da eigentlich, was wir uns vorstellen damit. Wir haben letzten Jahres im November zusammen mit anderen Organisationen einen zivilgesellschaftlichen Grundsatzforderungskatalog zur Regulierung von künstlicher Intelligenz und automatisierten Entscheidungssystemen veröffentlicht, um auch zu zeigen, dass die digitale Gesellschaft das nicht alleine macht. Da gibt es noch ganz viele andere Organisationen, die eine Regulierung befürworten. Und dann sind wir auch im Europarat. Gut. Also, was fordern wir, digitale Gesellschaft, bei unserem Positionspapier? Wir wollen regulieren. Und zwar wollen wir regulieren, ich hoffe, es geht von der Größe, wir wollen das Vertrauen in diese Systeme fördern und wir wollen auch Rechtssicherheit schaffen, weil erst dann getrauen sich auch Unternehmen und genauso Staat, diese Dinge auch vorsichtig abzuklären. Vorher ist vielen das Risiko zu groß. Man macht es nur, wenn amerikanische Großunternehmen mit bereits fertigen Produkten kommen. Was wollen wir Regulierung? Wie schon gesagt, die Definition von ADMS ist tricky. Wir rollen das von hinten auf. Damit umgehen wir das Problem der genauen Definition. Und wir wollen die Transparenz. Wir wollen wissen, wo welche Systeme im Einsatz sind. Und auch von welcher Art und auf welcher Ebene. Also ist es vollautomatisch, ist es auch ein Teil von einem Prozess. Und damit wollen wir Ungerechtigkeiten vermeiden oder ausgleichen. Das heißt, erreichen wollen wir das auch mit ordentlichen Entwicklungsprozessen. Wir haben ähnliche Risikoklassen wie die Europäische Union. Dazu komme ich doch noch ganz kurz. Und wir wollen die Verantwortlichkeiten und die Haftung klar regeln und garantieren. Und wir wollen auch diverse Verbote und Moratorien verhängen, zum Beispiel, wenn es um biometrische Massenüberwachung geht. Vielleicht, um das nochmal auszuführen, biometrische Massenüberwachung, das sind zum Beispiel Kameras auf öffentlichen Plätzen, die Gesichtserkennung machen, die Bewegungserkennung machen, die dann wissen, diese Person da ist David Sommer. Und dann zum Beispiel das mit anderen Datenbanken abgleichen können, diese Informationen in Datenbanken schreiben. Und dann, wenn irgendjemand mal kommt und die digitale Gesellschaft nicht mag und sagt, ja, setzen wir mal die Leute da ein bisschen unter Druck und mich in der Datenbank findet, weiß er, wo ich wohne. Ja gut, das heißt, gewisse Stellen wissen das sowieso. Aber vielleicht, wo ich mich aufhalte, was meine Freunde sind und so weiter. Also es geht hier um das Gleichgewicht zwischen Staat und Individuum. Es gibt schon Fälle, wo das vielleicht sinnvoll sein könnte, aber generell sicher nicht. Hier habe ich
Da, ja, ich, genau. Das habe ich gleich alles schon gesagt, Transparenz. Aber was uns auch wichtig ist, ist die Erklärbarkeit. Also wir wollen auch, dass verstanden wird, und zwar intuitiv, was die Systeme machen. Die Systeme sind unter Umständen so kompliziert, dass man sie selbst nicht versteht, aber intuitiv verstehen, was sie eingesetzt werden, wie sie grob, also in welchem Kontext sie agieren. Und das soll genug sein, um eine externe Risikoeinschätzung durchziehen zu können. Also das heißt, dass wir von außen sehen können, oh, das System ist ein Problem oder nicht. Und unser Ansatz dazu ist eine Mischform zwischen Risiko und Schadensbasiert, ähnlich wie beim AI-Act, aber nicht identisch. Unser Risiko ist, unsere Risikoeinschätzung ist, dass die Unternehmen selbst das Risiko oder die ihre Stufe einschätzen sollen, auch um Bürokratie zu verhindern. Und durch das, Entschuldigung. Ja, unsere Risiko, unser Ansatz ist anders als der von der EU. Wir die EU hat riesige Listen, welche Art von Algorithmus wo hineinfällt. Und diese Listen, die vermutlich werden relativ schnell veraltet sein. Es ist auch sehr schwierig, diese in einem regulatorischen Prozess zu pflegen. Darum haben wir gesagt, wir wollen, dass die Unternehmen anhand von Guidelines, die entsprechende staatliche Stellen veröffentlichen, sich selbst einschätzen. Aber dafür sind auch die Strafen bei Missachtung davon ziemlich hoch. Und das ist unsere Kombination von Risiko und Schadensbasiert. Ich entschuldige mich, es war ein langer Tag. Auf jeden Fall ist unser Ding AI-kompatibel. Und ich habe jetzt das sehr komplexe Thema von uns sehr kurz zusammengefasst. Wir haben dieses aufgeschrieben in einem Positionspapier, das ist öffentlich verfügbar. Ich kann euch empfehlen, für Details, Begründungen und Einschätzhilfen habt einen Blick da hinein. Es steht sehr viel drin. Da muss ich jetzt überspringen wegen Zeit. Das ist der zweite Punkt, das zweite Positionspapier, das wir zusammen mit CH++, Algorithm Watch, Schweiz, Open Data, CH und Bourdemain verfasst haben. Das sind 1,5 A4 Seiten mit Forderungen, wie wir uns eine Regulierung in der Schweiz vorstellen. Wir fordern klare Grundsätze, die von denen Regeln ableitbar sind. Wir fordern auch ein Verbot für Systeme mit besonderem Gefährdungspotenzial. Das ist zum Beispiel die biometrische Massenüberwachung. Wir fordern klare Transparenz. Ich habe all diese Dinge schon erklärt. Und auch explizite Förderung der Forschung und Entwicklung. Und ich sage das hier, um auch klarzumachen, wir sind nicht die Einzigen, die das wollen. Es gibt noch andere Organisationen und namenhafte auch. Ich kann hier wirklich empfehlen, das zu lesen. Es ist nur 1,5 Seiten lang. Und der Titel seht ihr da oben. Das ist der längste Folientitel, den ich jemals auf einer Folie gepackt habe. Zivilgesellschaftliche Grundsatzforderungen zur Regulierung von künstlicher Intelligenz und automatisierten Entscheidungssystemen. Gut. Jetzt spreche ich noch ganz kurz über die DigiGES im Europarat. Ich bin schon 2 Minuten über der Zeit. Ich glaube, ich werde schon böse angeguckt. Aber dieses Thema, grundsätzlich beginne ich mit einer Begriffsdefinition, der Unterschied vom Europarat und der Europäischen Union. Weil es wird leider sehr schnell verwechselt. Die sind auch historisch sehr eng verbandelt. Also die Europäische Union auf der rechten Seite, die gibt es erst seit etwa in den 90er Jahren richtig. Und das ist eine Wirtschaftsunion, die sich jetzt zu einer politischen Union entwickelt. Das heißt, früher waren nur Gurkenbiegungen wichtig, jetzt ein bisschen auch Menschenrechte. Und auf der linken Seite haben wir den Europarat, der seit dem Zweiten Weltkrieg fast, ein bisschen nachher, existiert. An ihm ist auch das europäische Völkerrecht entstanden und aufgehängt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist auch da, seit 1959, auf Abruf und seit 1998 fix. Und links, der Council of Europe beschäftigt sich mit der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Während die Europäische Union das Ding ist, das ihr vermutlich kennt. Ihr kennt vermutlich beides, aber ich wollte das... Ja. Genau, und der AI-Act, den ich erklärt habe, das ist von der Europäischen Union, nicht vom Europarat.
Und die Mitgliedsländer sind auch anders. Der Europarat hat 46 Mitgliedsländer, aber ganz Europa, die Europäische Union, glaube ich, 26. Ja, was machen wir da? Am Europarat gibt es das Committee for on Artificial Intelligence. Da wird ein internationales Abkommen zur Regulierung von KI verhandelt. Quasi, das ist eine Erweiterung der Menschenrechte auf die Thematik der KI. Das Ziel ist, für diese spezielle Klasse von Technologie eine eigene Regulation zu haben. Weitere Informationen findet ihr auf der Website. Da gibt es auch Protokolle und Namenslisten, wer da alles da war. Mein Name ist da auch drauf. Ich bin da offizieller Observer im Namen der digitalen Gesellschaft. Und was speziell ist bei diesem Visa-Verhandlung, es ist nicht nur Europa, sondern die USA ist auch dabei. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber auf der hohen Abstraktionsebene vermutlich schon. Das ist eigentlich ein Clash zwischen der USA und der Europäischen Union und es ist Geopolitik. Also es geht hier wirklich um Macht und das merkt man auch. Dementsprechend haben wir mehr und mehr als die Observer und die zivilgesellschaftlichen Observer mehr und mehr das Gefühl, dass wir nicht angehört werden. Und wir haben auch viele Erfahrungen gemacht, da wird es jetzt mehrere Zeitungsartikel geben in den nächsten zwei Wochen, dass wir auch unfair behandelt werden. Aber ich will hier nicht allzu fest vorgreifen. Adrian Fichter hat mir gesagt, sie schreibt einen Artikel dazu. Ich habe ihn nicht gelesen, ich weiß nicht, was drinsteht, aber sicher spannend. Gut, und ganz zum Schluss noch, was unsere Position hier ist, eigentlich nicht viel mehr als, was ich auch schon jetzt 3-4 Mal gesagt habe. Also wir wollen die Förderung von Open-Source-Software und Frameworks, also diese typischen Digitest-Themen. Zum Beispiel könnte es sein, dass Staaten bei Ausschreibungen Produkte mit Open-Source-Software bevorzugen, dass es Bonuspunkte gibt bei der Ausschreibung. Wir wollen rechtlich bindende Regulation für staatliche und private Akteure. Das ist im Moment unklar. Die letzte Verhandlung ist in 2 Wochen. Es ist noch immer noch unklar, was wie genau. Und wir wollen keinen Freipass bei nationaler Sicherheit. Auch das ist ein ganz heiß debattiertes Thema. Und natürlich, wenn man einen Freipass für nationale Sicherheit gibt in einem solchen Dokument, das für ganz viele Staaten gilt, dann wird das die Hintertüre, um einfach alles zu rechtfertigen, was der Staat macht. Und das liegt auch nicht im Sinne der digitalen Gesellschaft. Gut, also, jetzt habe ich noch einen Ausblick. Offenbar nicht. Ha, was ist da los? Keine Ahnung. Ja, anyway. Lass mich das mal kurz aufblenden und dann bin ich fertig. Eigentlich bin ich jetzt bereit für Fragen. Ich wollte sagen, auch das ist ein schöner Ausblick, vielleicht sogar ein schöner als den David. Und also, jetzt hat's noch geklappt. Vielleicht noch 2 letzte Worte. www.digitalegesellschaft.ch für die, die es nicht kennen. Und für Fragen, E-Mail an mich, david.sommer@digitalegesellschaft.ch. Unsere Fachgruppe ist auch immer interessiert an neuen Leuten, die mitarbeiten. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, David. Ja, ganz herzlichen Dank, David, dass du nach diesem langen Tag noch hierher gekommen bist. Gleich hast du es geschafft, aber wir haben noch 5 Minuten Zeit. Falls du noch Fragen beantwortest, halten die Kräfte noch durch? Ganz knapp. Gut, dann haben wir hier drüben ein Mikrofon. Wer jetzt gerade noch Fragen hat an den Experten, der ist herzlich eingeladen, hier drüben ans Mikrofon zu treten und seine oder ihre Frage zu stellen. Und das ist schon eine erste Frage, ja. Mal. Vieles von dem, was du beim EU-AI-Act gesagt hast, erinnert stark an das, was wir bei Datenschutzgesetzgebung gehört haben. Gibt es da auch Bestrebungen, das, was dort über automatisierte Einzelfallentscheidungen gesagt wird, quasi mit als Argument zu benutzen, in dem, was ihr bezüglich ADMS-Systemen rausbringt, an Entscheidungsbild, an White Papers und so weiter? Ja, also zum einen, unser Fokus ist die Schweiz. Der AI-Act gilt für die Schweiz nicht und GDPR, also die Europäische Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, gilt für die Schweiz nicht. Direkt. Indirekt natürlich, weil die ganzen Normen und Standards für die Schweiz auch gelten. Also indirekt, wenn man mit der Europa Geschäfte machen will, dann muss man auch sich an die Gesetze halten. Das heißt, die Produkte hier größtenteils sind auch konform
In der Idee müsste das inzwischen ja eigentlich auch so mit drin sein bezüglich automatisierter Einzelfallentscheidung, meine ich. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal? Ich meinte nur, im revidierten Datenschutzgesetz für die Schweiz müsste das eigentlich inzwischen auch mit drin sein. Ja, komplette Einzelfallentscheidung. Ja, das ist eine Zeile, da steht drin, komplette Einzelfallentscheidung. Das Problem ist, wenn da ein Mensch drauf guckt und er muss nur Ja klicken, dann ist das keine komplett automatisierte Entscheidung mehr. Und das ist genau die Technologiegläubigkeit, die ich vorher angesprochen habe. Das reicht nicht, greift zu kurz. Man winkt Resultate einfach durch, weil man denkt, die Systeme sind neutral und objektiv. Vielen Dank. Also der Gong, der nervige, das bin nicht ich als Timekeeper. Wir hätten noch, ich bin nicht sicher, ob die Frage auch ein Einzelfall war oder ob es noch Platz gäbe. Es gäbe noch Platz für eine weitere Frage und da ist auch noch eine gleich im Saal. Wenn ich richtig informiert bin, benutzt die Kantonspolizei Zürich jedenfalls gewisse Abteilungen Predictive Policing. Und das kann sie weitermachen, bis dann vielleicht in 10 Jahren eine Regelung dazu besteht. Ja. also ich weiß jetzt, ob jetzt Zürich das wirklich einsetzt, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich möchte mich hier nicht festlegen, aber es gibt Kantone, die machen das. Es gibt Kantone, die haben es probiert und fallen lassen. Basel-Land zum Beispiel hat gemerkt, das funktioniert für sie nicht. Rein regulatorisch ist das Problem, dass in der Bundesverfassung nichts zu KI-Systemen steht, auch nicht allzu viel zu Datenschutz. Das heißt, jeder Kanton ist selbst verantwortlich für die Umsetzung. Beim Thema Datenschutz ist das der Grund, dass jeder Kanton seinen eigenen Datenschutzexperten hat. Und das wird dann auch bei dieser höchstwahrscheinlich, wenn wir KI anfangen regulieren, dann wird auch jeder Kanton einen KI-Beauftragten haben. Und es ist auch wieder Kanton. Also, so absehbar. Aber wir werden sehen, wie es kommt. Ja. Ja, wir werden sehen, wie es kommt. Wir hoffen, es kommt gut. Wir hoffen, die digitale Gesellschaft und die ganze Zivilgesellschaft wird da auch ein bisschen ernster genommen. Wir wissen jetzt immerhin hoffentlich alle, was ein ADMS eben ist. Und was ich mir eben mitgenommen habe, ist ADMS, die reproduzieren eben auch gesellschaftliche Normen. Da sollen wir nicht allzu technologiegläubig sein. Ganz herzlichen Dank, David Sommer, nochmal, dass du hierher gekommen bist. Noch einmal einen ganz herzlichen Applaus für David. Ja.